Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf. Wir spielen mal wieder ein bisschen Hearthstone und zwar geht's weiter in der Arena, die wir letzte Folge angefangen haben. Und es steht 2:0, was fast unglaublich ist, aber auch nur fast, weil dieses Deck ist einfach geil. Dieses Deck ist einfach sehr, sehr gut. Und mit diesem Deck kann man gute Sachen machen. Glaube ich. Also es ist, ich glaube, man kann auch ganz schön hart damit verkacken. Und ich glaube, wir werden jetzt unser erstes sehr, sehr, ich sage mal, forderndes Spiel erwischen mit diesem Deck. Ja, also Cryptarian, ich weiß nicht, ob er davon ausgeht oder ob er das weiß, dass man immer gleich, immer genau gleiche Gegner trifft. Das heißt, der steht jetzt auch 2-0. Ist das so? Oder habe ich das überhaupt falsch verstanden? Meint er das überhaupt? Ich behauptete das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir haben eine sehr gute Anfangshandkurve. Eine sehr gute Anfangshandkurve. Und wir gucken mal, ob wir diese auch nutzen können. Zu unserem Vorteil. Ein billiger Zauber wäre nicht schlecht. Aber wir werden schon unseren Weg finden. Ja, wenn der Gegner jetzt aber Karten aussucht, danke. Er hat zwei getauscht, eine hat er behalten. Was ist das? Bitte spiel nichts. Danke. Flame Waker. Yes. Okay. Brauchen halt nur noch Zauber auf der Hand, ne? Ich meine, so ein Ogre Brood auf Turn 2 ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber der Coin ist eigentlich auch ganz gut für den Flame Waker, ne? Obwohl, jetzt haben wir noch eine Flame Cannon auf der Hand. Come on. Wir spielen das Ding. Wir spielen das Ding. Den nehmen wir aus dem Verkehr. Und wir haben 4-4 auf dem Board in Runde 2. Das ist gut. Das ist gut. True Server Champion kostet 4. Coin hast du nicht. Oh, hat er einen Dragon auf der Hand? Hat er nicht. Jetzt müssen wir darauf hoffen. Obwohl. Wow. Jetzt wäre die Flame Cannon natürlich perfekt, ne? Es ist off curve. Es ist off curve. Ist uns das egal? Ja. Come on. Wir machen so unglaublich viel Schaden in Kombination. Wir machen dann 7 Schaden in sein Gesicht deswegen. Es ist. Ja. Ja. Ist es. Blood-Fan. Ich wollte gerade Blood-Elfen. Blood-Fan-Raptor? What? What is going on? Wir könnten natürlich einfach Face gehen, ne? Aber das ist die große Gefahr. Die große Gefahr hierbei wäre, dass er dann das Board auf Board kommen wird. Wir checken mal, was passiert, wenn wir. Nein! Ah! Jetzt müssen wir eigentlich festgehen. Den können wir so nicht. Den können wir. Obwohl, dann bufft er den. Oh nein. Oh, das tut mir. Das hat mir sehr weh in meinem Herzen. Das hat mir sehr weh in meinem Herzen. Aber es war halt entgegen dieser Dummheit, die ich sonst immer so gerne an den Tag lege. Dass ich sage: Ach, come on, wir gehen alles face und dann wird schon nichts passieren. Und dann. Okay, den können wir jetzt nicht polymorphen. Das wäre jetzt natürlich perfekto gewesen. Wir können. Mal wieder face gehen. Okay, wenn der jetzt nicht ins Face trifft, dann ist so eine Sache. Wollen wir mal gucken, ob er Face trifft? Oh, er trifft Face. Er trifft tatsächlich Face. Und der trifft auch Face. Wir könnten eine Karte ziehen. Wir könnten eine Karte ziehen. Wir könnten aber auch Face gehen. Ich würde Karte ziehen bevorzugen. Flame Cannon, sehr gut. Die Flame Cannon ist gut. Wir könnten sie jetzt mit dem Flame Waker quasi verbinden. Jetzt wird es aber spannend, was er wohl spielt. Zum Glück kann er den Typen nicht selber buffen. Das geht ja auch nicht. Außer mit einem Minion. Aber da, ja, ja, okay, okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ah, shit. Okay. Das ist wiederum ein kleines Problem in der heutigen Gesellschaft. Wir können den wegkriegen. Es gibt Möglichkeiten. Lass uns die mal durchgehen. Wir könnten mit dem Wolf Rider den 5-3er wegmachen.
So, dann hätten wir noch den hier. Den müssten wir so wegmachen. Das ist scheiße. Aber es ist nun mal so. Wir könnten auch dann... Ne, können wir nicht. Okay. Cool bleiben, Freunde. Sehr, sehr cool bleiben, Leute. Eine Karte ziehen, den damit wegmachen. Den mit dem Wolfrider wegmachen und dann Face gehen. Oder den hier wegräumen. Ich glaube, wir müssen ihn wegräumen. Und jetzt ist natürlich so eine Sache. Machen wir das? Ja, ist das Board clear. Zieh noch ein Kärtchen. Tschüss. Zack. Wolfrider, tschüss. Und wir haben das Board resettet. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich meine, wir haben immer noch die Flame Cannon, Flame Walker. Flame Waker Combo. Die jetzt hier natürlich ein bisschen übertragen. Ah ja. Okay, wir können es riskieren, oder? Wollen wir es riskieren? Ich glaube, einen besseren Zug haben wir. Wir könnten den polymorphen. Auch nicht schlecht. Und dann gehen die Schüsse wahrscheinlich auf die. Ich glaube, das ist sogar noch besser. Und wir haben genau den richtigen Mana-Amount dafür. Come on. Come on. Die Schüsse müssen noch packen. Ah, oh, schade. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn wir jetzt noch beide weggekriegt hätten, ne? Es ist alles noch im Bereich des Möglichen, wenn er jetzt nicht großartig bufft. Ist es alles möglich. Er bufft ihn, natürlich. Und natürlich kommt das Blessing of Kings raus. Natürlich! Und weißt du, hätte RNGesus, ja, mir nicht gerade so hart in den Arsch getreten, dann hätten wir das Ding jetzt auch locker nach Hause nehmen können. Den Pokal. Dieses Spiel. What? Oh mein Gott. Das tut mir weh. In meinem Herzen. Sehr, sehr. Sehr, sehr sogar. Blizzard! Ist schon nicht schlecht. Ich meine, in unserer jetzigen Situation. Ich muss gerade noch überlegen, Digga. Ich würde so gern Blizzard spielen eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es juckt mir unter den Fingernägeln. Ich glaube, das ist auch der richtige... Das ist der richtige Weg. Das ist der richtige Weg, weil wir damit einen gewissen fischkopfschen Anschwung kriegen. Der uns eventuell zum Sieg führt. Oh, shit. Ah, shit. Wieso hat er immer die Antworten parat? Okay, es ist Risikotime. Es ist Risikotime. Schwing! Und cool. Sehr, sehr uncool. Ja, der Yeti stirbt, aber ich wollte ihn jetzt so ein bisschen contesten mit irgendwas. Hierbot wäre jetzt irgendwie blöd gewesen, wie ich finde. Und ich wurde mir der Sache etwas zu sicher. Einfrieren, okay. Jetzt kann er auch noch so viel Karten ziehen. Naja, zwei Stück. Aber es ist mehr als null Karten ziehen. Und das ist nicht gut für uns, Leute. Was hat er da jetzt gekriegt? Und was kriegen wir als nächstes? Das ist ja auch nochmal eine sehr, sehr interessante Frage, ne? Alter! Das ist nicht dein Ernst. Okay. An Aldron. Snowchugger. Wir frieren den Penner ein. Und wir spielen auch ein Duplicate. Und damit gehen wir, glaube ich, da drauf. Weil wir den jetzt irgendwann demnächst mal irgendwie runterkriegen müssen. Ich weiß auch nicht. Wir brauchen was Großes jetzt. Wir brauchen jetzt was Großes. Oh oh. Ach du Scheiße. Oh nein. Er kann sich noch mehr heilen. Ich krieg die Tür nicht zu. Wieso denn? Wieso denn? Der kostet nur 7 oder was? Wieso? Spiel nur raus. Ach, weil du meinst, dass ich Mirror Entity habe? Habe ich nicht. Keine Angst. Ja, nee, habe ich nicht. Aber gut, dass du das denkst.
Nee, war kein Mirror Entity. Und er jetzt so, oh shit, ich hätte ihn doch spielen können. Ja, nee. Da hast du dich vertan. Da hast du dich vertan. Ich finde jetzt scheiße, dass wir jetzt hier... Oh, fuck. Die können wir jetzt auch nicht wegtraden. Wir haben ein großes Problem. Ich glaube, wir müssen Face gehen. Ich glaube, wir müssen... Das hier machen wir auf jeden Fall schon mal. Also richtig was bringt für das nicht, ne? Wir können ein bisschen das Board clearen. Was machen wir? 5? Wir machen auch nicht genug Schaden, als dass das hier irgendwie was bringen würde, ne? Oder? Oder? Board clearen oder nicht? 5 hat er noch üb... Wenn wir jetzt das Board clearen, ist er gleich durch. Komm, wir müssen den Schaden machen. Wir müssen den Schaden machen. Oh je, aber er heilt sich doch jetzt nochmal. Oh Gott, oh nein, das war dumm, ne? Er wird sich jetzt nochmal heilen. Und dann wird er durch mein Board brechen und dann werde ich sein Board nie wieder kaputt kriegen und dann weine ich mich in den Schlaf abends. Und ich dachte erst, wir gewinnen das Ding. Wie, du heilst dich nicht? Oh. Ja, das ist jetzt ärgerlich. Was war das da vorne? Ein Snowchugger. Schon wieder ein doppelter Snowchugger. Weißt du noch wie letztes Mal? Wieso hat er sich nicht geheilt? Also, er hat es nicht unbedingt nötig, aber... Tja, 6 Schaden. 7 Schaden. Richtig? 4? 6? Und danach können wir uns nochmal hochheilen. Er kann sich aber auch heilen. Wieso bedenke ich das immer nicht? Oh. Scheiße. Wie viel heilt er nochmal, der Kollege? 6 oder 8? 6? Geht er auf 10? Ich hätte das Board clearen sollen. Also den Dwarf da wegnehmen sollen. Da ist er. 6. Okay. Er muss halt jetzt mein Board weghauen. Das finde ich ist ein komischer Move. Obwohl. Er ist schon richtig. Es ist schon richtig. Es ist schon richtig. Aber ich könnte da auch einen Fireball haben und so. Wieso hat er den nicht weggenommen? Secret, oh oh. Oh oh. Nein! Weil er Noble Sacrifice hat. Okay. Jetzt schon heilen? Nee, das gibt 8. Oh Mann. Ich habe sehr große Fehler gemacht. Ich bin sehr große Fehler rein eingegangen. Und das sehe ich jetzt ein. Zu spät, aber ich sehe es ein. Ja, 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 clear mal. Du bist ja nicht so dumm wie ich. Ach du Scheiße. Oh, hätten wir doch jetzt nur irgendwie Pyroblast. Wir müssen uns schützen. Wir müssen uns schützen. Machen wir das Schild weg, ja. Und wie groß sein scheiß Schild langsam wird, ne? Er macht jetzt schon 13 Schaden mit den beiden links und rechts.
Es wäre natürlich blöd, mit den beiden reinzugehen, weil sein 5-4er würde sterben. Ja, come on. Wir schaffen das schon. Er geht doch mit den. Okay. Er entscheidet sich für mehr Schaden. Er cleart nicht. Er spielt aber auch sehr leichtsinnig, wollte ich gerade sagen, aber da heilt er sich. Trotzdem spielt er leichtsinnig, das muss man so sagen. Also ich hätte ihn mit gewissen Karten jetzt auch schon wegmachen können. Und damit sind wir Geschichte, ne? Damit sind wir Geschichte. Gut gespielt, Digga. Well played. Fuck. Scheiße. Nein, ich gebe dir nicht die Genugtuung. Oh, ist das ärgerlich. Das war sehr, sehr ärgerlich. Es ging auch sehr lange, das Spiel. Das war ärgerlich. Da kamen die Karten aber auch ein bisschen besser früher. Früher in der ersten Folge dieses Arena-Decks waren Sachen besser. Sehr schade. Schon wieder ein Paladin. Nur Paladine unterwegs heute. Okay, alles weg. Alles scheiße. Ich brauche noch mal. Ja, das ist auch nicht so gut. Das ist jetzt auch nicht so gut. Wir können nichts machen, außer Hallo sagen. Sag mal, kann es sein, dass dieses Board nur noch aufploppt? Hat jemand ein anderes Board mal gespielt in letzter Zeit vielleicht? Ich nicht. Ich nicht. Oh, er hat den Kartenrücken der Vorbestellungskartengeschichte. Den habe ich eigentlich auch, ne? Kann man jetzt hier nicht mal einstellen. Das gibt's nicht mehr. Ich glaube, wir machen ja nicht die guten Trades. Gerade. Aber er wollte doch irgendwas buffen damit. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Und jetzt spielst du irgendwas, was ich bitte silenzen will? Nein, das will ich nicht silenzen. Das passt mir jetzt überhaupt nicht. Nichts davon passt mir gut. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann nichts machen. Silenzen jetzt. Damit ich irgendwas auf dem Board habe. Und ich werde sehr weinen, deswegen, weil ich den rausgehauen habe, weil gleich irgendwas kommt, was ich eigentlich viel lieber hätte silenzen wollen. Oh, noch ein Hit. Oh, yay. That was a mistake. Findest du? Okay. Also wir konnten uns hier aus der Situation ein bisschen retten, aber so richtig gut sieht es ja jetzt auch nicht aus. Alter, wie viele Jedis hat denn der Typ? Das gefällt mir nicht. Und jetzt hat er wahrscheinlich auch noch Noble Sacrifice gespielt. Gibt's irgendwelche. Nee, wir müssen das jetzt mal machen. Ah, cool. La 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 la. Upsi. Was kommt jetzt? Nein. Oh, ich hasse dich. Alter. Tschüss. Okay. Das war wichtig. Wenn er jetzt direkt mit einem 7-7er angefangen hätte, oh mein Gott. Und was ist eigentlich mit dieser Paladin-Schwemme los? Jetzt zieht er auch noch Karten, ne? Jetzt zieht er auch noch Karten ohne Ende. Ich hasse dich. Oh, Yeti. Schwing, schwing. Mal gucken. So, viel mehr Karten willst du jetzt nicht mehr ziehen, mein Freund. Nein, buff den nicht. Oh Gott. Es wird zu viel gebufft in diesem Land. Okay, den müssen wir jetzt natürlich eigentlich töten, ne? Aber der Zwerg muss ja auch weg. Was machen wir jetzt? In Neutron. Hm. Ich würde sagen, wir machen tatsächlich erstmal den Zwerg.
Und dann... Fuck you. Er freut sich, weil er noch mehr Karten ziehen kann. Das ist mir egal. Ich spiele an den hier. Jetzt so die Frage, was wir als nächstes machen. Ich würde tatsächlich sowas machen. Sowas machen. Und jetzt würde ich den nochmal zurückziehen. Weil wenn der da jetzt gleich loslegt, dann ist er gleich direkt tot. Das möchte ich nicht. Ich glaube, das war jetzt nicht so gut. Also Creeperian sagt ja immer, 4-1er auf Board ist immer noch auf dem Board. Und da hat er wahrscheinlich recht. Er hat schon viel zu viele Karten daraus gezogen. Hätte ich den kaputt machen müssen? Hätte ich den kaputt machen müssen anstelle von dem Zwerg? Das kann gut sein. Das kann sehr gut sein. Aber nun ist es so, wie es gekommen ist. Und dann bist du... What? Schwing-a-ding-ding. Schwing-ding-ding. So, das Comeback ist real. Das Comeback ist real. Wir haben Chancen und Möglichkeiten. Oh, fuck you. Oh, da habe ich mich gerade gefreut. Jetzt brauchen wir den Us. Jetzt brauchen wir den Us, bitte. Ich hätte Lust. Na komm, jetzt noch ein kleiner Us. Waffe kaputt machen? Wäre schon ein Traum. Mana-Wurm, das ist kein Us. Okay. 5 plus 4 ist 9 plus 10, ne? Achso, jetzt wollte ich eigentlich die Heldenkraft noch benutzen. Ist egal. Sowas. Es ist ein Board. Es ist ein Board. Allerdings hat er jetzt noch 4 Karten. Und das ist absolut nicht cool. Was kriegen wir jetzt hier raus? Swap Immediate Attack and Health. Kann man schon mal machen, ne? Kann man schon mal machen. Wenn wir das jetzt hier anwenden, ne? Dann wäre es ja 3-1. Aber was macht er erst? Ist das, zählt das erst als Zauber? Dann geht er auf 2-3 und macht dann 3-2, oder? Noch ein True Silver Champion. Ich krieg die Tür nicht zu. Ich krieg die Tür nicht zu. Ja, genau. Jetzt wäre so ein Blizzard auch mal ganz gut gewesen, ne? Us wäre auch total super. Ein Us wäre richtig gut. Polymorph sehr, sehr ungerne. Sehr, sehr ungerne. Oh shit, oh Gott, oh, das, oh, warum habe ich das jetzt gemacht? Oh mein Gott, warum habe ich das gemacht? Oh mein Gott. Oh mein, oh Gott. Das darfst du doch keinem zeigen, Junge, wieso lädst du das bei YouTube hoch? Das war Absicht. Das war Absicht, weil ich Sachen machen wollte gerne. Guck, er heilt sich noch, das war auch Absicht, das war so von mir gedacht. Jetzt kommt hier nochmal schön. Jetzt kommen hier aber auch schön zwei Torts. Alter. Okay. Da ist das Hashtag typisch Fisch. Ich weiß, ihr wollt mich anschreien. Tut es gerne. Ich spiele trotzdem weiter das Spiel. Scheiße. Scheiße. Den kann ich jetzt nicht spielen. Ich weiß, es heißt, man darf nicht darauf warten, dass man jeden Buff ausnutzen kann und so, bla bla. Aber den kann ich jetzt nicht so alleine spielen. Das geht nicht. Ich bin jetzt aber kaputt. Ich bin jetzt kapeister. Das war's. Dann steht's 2-2, oder was? Kann das sein? Erste Folge, zwei Siege und dann nicht mehr. Ach, come on. Was hat er eigentlich? 5, 6, 7, 8, 9, 13. Sollen wir jetzt doch spielen? Ich möchte echt. Haben wir nicht einen 7-7er Golem? Wenn wir den Taunt geben, wer weiß? Aber ich glaube halt, wir sind sehr, sehr tot gleich. What? Du ziehst eine Karte?
dreimal. Ja, ist okay, kann man machen. Jetzt dauert das nochmal 3 Stunden, bis er mit seinem Pipi. Als wenn ich den jetzt nicht umgedreht hätte, ne? Was habe ich mir dabei gedacht? Ich wollte ihn eigentlich töten und dann war in meinem Gehirn irgendwie die Reihenfolge der Turns irgendwie andersrum anscheinend. Man sagt nicht einen Turn vorher well played. Alter, wenn ich jetzt noch was Geiles gehabt hätte, ne? Alter. Da hättest du aber Augen gemacht, doch. Okay, das Schaf muss weg. Gut, haben wir es jetzt? Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich meine, das hätte mich jetzt auch nicht gerettet. Wollen wir uns da mal ganz kurz einig werden, ja? Das Ding war schon vorher verloren. Das Ding war schon vorher zu Ende. Ja? Da hätte man nichts mehr reißen können. Komm, wir machen jetzt noch eine Runde. Nee, machen wir nicht. Ich muss leider weg. Ich gucke gerade auf die Uhr. Es geht, es ist nicht möglich. Wir machen aber nächste Folge genau hier weiter, wo wir aufgehört haben. Und jetzt, dann gewinnen wir auch mindestens noch ein Spielchen. Habe ich mir gerade überlegt. Und dann können wir weitersehen. Ja? Wenn ihr es richtig schlimm fandet, was ich da eben gemacht habe, oder die Folge euch generell gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das war der Fischkopf. Bis dann und tschüss.